Also in erster Linie sind natürlich viele Kinder eingezogen, von 1 bis 6. Wir haben eine Krippengruppe und 2 Kindergartengruppen und natürlich ein Team. Wir sind zu 9. Und wir sind eigentlich alle, trotz den Hürden, die irgendwie waren, aber sehr gut gestartet, haben uns gut eingelebt. Die Kinder fühlen sich wohl. Also wir haben wirklich sehr großzügige Räume, sehr gut ausgestattete Räume, also sehr hochwertige Materialien auch zur Verfügung gekriegt. Es ist alles sehr hell, alles auf einer Ebene, das ist im Alltag sehr von Vorteil. Wir können sehr offen eigentlich arbeiten, wir haben tolle Teilungsräume mit einem Atelier, einem Bewegungsraum. Den großen Gang nutzen wir einfach auch als Spielfläche, wo sich die Kinder bewegen können. Es ist im Alltag wirklich also nicht nur für uns zum Arbeiten, sondern auch für die Kinder ein toller Platz zum Sein. Dann ist bei uns ein großer Fokus im Haus, wir machen täglich frische Jause in alle Gruppen. Also wir gemeinsam mit den Kindern, ganz abwechslungsreich, dürfen sie mithelfen. Dann ist Jausenzeit und nach der Jause ist eigentlich so unser pädagogisches Programm, wo man in den Garten geht, in die Natur geht, in den Turnsaal, wo wir Schwerpunkte planen von Geschichten, über Lieder, solche Dinge. Der Grundgedanke war ja da, dass man die Generationen ein bisschen zusammenbringt. Es gibt so die natürlichen Begegnungspunkte, wo man eben da, wo sie von oben zu uns runterschauen können. Oder die Kinder winken dann einmal auf. Oder spaziert jemand im Garten vorbei und schaut am Vormittag einer. Dann eben der Garten wäre eigentlich so eine natürliche Begegnung. Die Sachen passieren jetzt schon. Und diese geplanten Aktivitäten, wo wir dann eben die Zusammenarbeit haben, werden dann erst Frühjahr, Herbst dann stattfinden.